Prinz Harry plus Herzogin Meghan, Thema bei der Krönung. Laut Medienberichten stehen Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, selbstverständlich auf der hochkarätigen Gästeliste des Jahrhundertereignisses, der Krönung von König Charles. 74, am 6. Mai 2023. Es soll der dringende Wunsch des Monarchen sein, nicht nur Prinz William. 40, an diesem wichtigen Tag an seiner Seite zu wissen, sondern auch seinen Royal-Aussteiger-Sohn Harry. Fraglich, ob die Sussexes diese Einladung nun annehmen werden. Doch gehen wir mal davon aus, dass sich die Wahlkalifornier dazu entschließen, den Feierlichkeiten in Großbritannien beizuwohnen. Obwohl ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten Windsor an genau diesem Tag seinen 4. Geburtstag feiert, könnte dies höchst unangenehm für alle werden. Fest steht, die Royals vertrauen Harry und Meghan nicht mehr, was auch verständlich ist. Schließlich nahmen beide in ihrer Netflix-Dokumentation kein Blatt vor den Mund und schossen scharf gegen Catherine Princess of Wales, 41, und die anderen Mitglieder der königlichen Familie. Prinz Harry sorgte mit seinen Memoiren Spare dann für den letzten medialen Paukenschlag, bis jetzt. Wozu er und seine Frau noch fähig sein könnten, weiß keiner. Das sorgt bei der britischen Königsfamilie für Anspannung und große Sorge. Wenn sich der Herzog und die Herzogin von Sussex also wirklich dazu entschließen, zur Krönung zu kommen, müssen sie sich auf ein unangenehmes Gesprächsthema gefasst machen. Laut des britischen Express sollen beide damit rechnen, mit Senior Royals über nichts als das Wetter zu plaudern. Die Sussexes sollen angeblich darauf hingewiesen werden, dass Gesprächsthemen darüber hinaus absolut tabu sind. Royal-Kommentatorin Kinsey Schofield, 37, sagte, dass der Buckingham-Palast natürlich möchte, dass König Charles im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, doch die Mitarbeiter wissen natürlich auch, dass sich der Fokus auf Meghan und Harry richten wird, wenn sie kommen werden. Das ist mein Lieblingsteil bei allem, was ich über die Krönung gelesen habe, eine Quelle, die der Royal Family nahesteht, sagte, dass sich Harry und Meghan darauf vorbereiten müssen, mit den Senior Royals über nichts als das Wetter zu sprechen, was wir alle verstehen. So Schofield, Moderatorin des DTV Daily Podcasts, gegenüber GB News. Weiter erklärte sie, diese beiden können ihren Mund nicht halten, lose Lippen können Mächte kippen. Darüber hinaus sagte die Journalistin, dass König Charles seinen Sohn und seine Schwiegertochter nicht aus reiner Nächstenliebe bei der Krönung dabei haben will. Er möchte auch seine eigene Haut retten und sich weiteren Ärger ersparen. Wir gehen davon aus, dass Harry und Meghan zur Krönung eingeladen werden, aber die Realität ist, dass dies getan werden musste. Weiter erklärte sie, dies würde ein PR-Albtraum werden, wenn König Charles Harry und Meghan nicht zur Krönung einladen würde. Der Herzog und die Herzogin von Sussex würden dies sicherlich nicht unkommentiert lassen. Verwendete Quellen: Express.co.uk, Marie-Claire.com.